Vier Paare machen sich auf den Weg zum wahrscheinlich spannendsten Abend ihres Lebens. Aus Tausenden von Bewerbern haben sie sich qualifiziert für die härteste, die spektakulärste Show im deutschen Fernsehen. Ruth und Tillmann aus Kerpen. Monika und Friedrich aus Euskirchen. Uschi und Siggi aus Siegsdorf. Und Kitty und Tom aus Schortens. Vier Paare, die es wissen wollen. Aber schon beim ersten Spiel wird eines unserer Gladiatorenpaare ausscheiden. Denn nur drei Paare werden dabei sein. Beim Kampf ums große Geld. Beim Fight um 100.000 Mark. Ihre 100.000 Mark Frau, Ulla Kock am Ring. Guten Abend. Herzlich willkommen. Guten Abend. Danke. Vielen Dank für den Abend. Herzlich willkommen. Liebe Gäste hier im Studio und herzlich willkommen, liebe Zuschauer zu Hause. Alle Welt packt ja jetzt die dicken Winterklamotten in die Mottenkiste und viele entdecken so ganz vorsichtige Frühlingsgefühle. Es sei denn, man wird Kandidat bei uns. Da wird Flirten plötzlich völlig wurscht und gekuschelt wird später. Unsere Kandidaten haben nur eines im Sinn, diesen Koffer in den Händen zu halten. Denn in dem sind keine Liebesbriefe, sondern eine Währung, die jeder versteht. 100.000 Mark. Unsere vier Kandidatenpaare erstmal in totaler Action, denn vor ihnen steht der Hindernisparcours. Und Sie wissen ja, drei Paare kommen weiter und eins bleibt im Parcours hängen. So bitter das auch ist, das ist unsere Regel. Und jetzt geht es los. Der Kampf um das große Geld startet jetzt. 5, 4, 3, 2, 1, go! Und auf geht's mit den Mädels. Sie müssen zuerst beweisen, wie stark sie in der ganz harten Konkurrenz sich schlagen können. Monika hat die meiste Mühe in unserem Netz. Die anderen drei sind gleich auf. Und jeder hat wieder seine eigene Technik. Der eine auf dem Rücken, die andere auf dem Bauch. Das ist Tillmann. Das ist der Freund von Ruth. In Orange zu sehen. Hier sehen wir Ruth. Aber im Moment am schnellsten ist Kitty. In Pink. Gummiseile, eine ganz schreckliche Übung für die Mädels. Friedrich, der Freund von Monika, die gerade die Mühe in den Seilen hatte. Das heißt aber noch gar nichts. Feuert seine Freundin an. Kitty im Moment als Erste durch die Gummiseile durch. Ruth und Uschi in Gelb zu sehen gleich auf. Und das Laufband. Sie wissen, was für eine Blockade das für die Mädels ist. Aber kein Problem für Kitty und Ruth. Fast gleichzeitig, ich glaube, Ruth war eine Sekunde schneller. Kurz danach kommt Uschi ebenfalls an und Monika hat doch einen großen Rückstand erleiden müssen. Oh, da fällt sie auch noch hin. Auch das kostet ein paar Sekunden. Der Knopf muss gedrückt werden, das ist die Regel. Friedrich ist Ringer. Ein knallhart trainierter Mann. Mal sehen, vielleicht kann er was aufholen. Ruth feuert ihren Freund Tillmann an. Und da sehen wir Siggi. Er hat mit Uschi zusammen drei Kinder, die natürlich auch im Publikum sitzen. Tillmann ohne Probleme übers Laufband. Eindeutig als Erster bis zu unserem Quader angekommen. Aber die Gitterstäbe warten ja noch. Siggi flink wie ein Wiesel. Als Zweiter beim Quader angekommen. Und Tom hat anscheinend ein bisschen Mühe gehabt. Denn Kitty lag eigentlich sehr gut im Rennen. Monika und Friedrich sind auch angekommen. Die Stäbe sind mal wieder entscheidend. Aus vielen Stäben müssen die Mädels die richtige, die lockere finden. Ein spannendes Rennen. Tillmann und Ruth sind im Moment ganz vorne. Uschi und Siggi, Kitty und Tom in Gelb und Pink zu sehen.
bin im Moment gleich auf. Als erster in 100.000 Mark Show. Ruth und Tillmann. Das wird knapp. Monika und Friedrich sind im Moment noch auf der vierten Position. Immer noch nicht, ist nichts entschieden. Und Kitty und Tom in 100.000 Mark Show. 2 Sekunden später. Uschi und Sigi ebenfalls. Das bedeutet, wir haben sehr gleich starke Paare. Und für Monika und Friedrich ist alles vorbei. Es war knapp. Monika und Friedrich, euch hat es erwischt. Ihr hättet eigentlich auch dabei sein können. Es fehlt ein halber Meter und nicht mehr. Das war's eigentlich. Hier ist euer Spiel. Das ist die Medaille. Und grüßt nochmal eure Fans. Alles Gute für euch zwei. Jo, danke. Ja? Ciao. Macht's gut. Ciao. Bleibt ruhig da. Ja, die zwei sind sportlich, haben es mit Fassung getragen. Aber sie sind rausgeflogen und müssen den Traum von den 100.000 Mark endgültig begraben. Drei Paare sind dabei. Und der Schnellste beschreibt uns jetzt zunächst Andreas. Ruth und Tillmann kommen aus Kerpen. Sie lernt Physiotherapeutin und er studiert Deutsch und Sport. Die sportliche Betätigung ist für die beiden auch privat das größte Hobby. Jeden Tag stehen so kräftezehrende Sportarten wie Schach auf dem Programm. Zitat Ruth, man beachte die Reihenfolge Sport, Tillmann und Hund Pepe und mein Leben ist ausgefüllt. Die beiden wohnen noch bei den Eltern und deshalb ist der größte Wunsch eine eigene Wohnung in Köln. Ruths beste Eigenschaften sind Optimismus und Lebensfreude. Und auch Tillmann strotzt nur so vor guten Eigenschaften. Er ist spontan, locker, gut drauf und kein Weichei. Ei, ei. Und seine schlechteste Eigenschaft? Zu selbstbewusst. Jetzt müssen sie beweisen, was wirklich in ihnen steckt. Hier sind Tillmann und Ruth. Gut, ihr habt ja recht. Ihr habt da einen Durchmarsch hingelegt, der seinesgleichen sucht. Wirklich voller Power. Man sieht es dir kaum an, Tillmann. Also, holt ein bisschen Luft. Wir spielen nämlich zunächst ein kleines Übereinstimmungsspiel, um euch ein bisschen kennenzulernen. Ich stelle gleich jedem von euch Fragen. Zuerst ihm, ja? Du setzt dich hin, kriegst einen Kopfhörer auf und dann stelle ich dir die Fragen hinterher auch nochmal. Wenn ihr eine übereinstimmende Antwort gebt, kassiert ihr schon 200 Mark. So mal eben auf die Schnelle. Soll ich noch ein bisschen reden oder könnt ihr schon? Das geht. Es geht, das ist sehr nett. Das ist gut. Dann setz dich doch bitte mal hin. So, jetzt kannst du dich ein paar Sekunden erholen. So, was wir all unseren Kandidaten nicht verraten haben, war, dass es wirklich um Fragen geht, die euer persönliches Leben berührt. Danke. Wir haben uns gedacht, ihr kennt doch die Stärken und Schwächen eures Partners. Und soll ich einfach mal anfangen? Ja, leg mal los. Gut, ich schreibe dann brav auf. Also, Tillmann, Frage an dich. Wie heißt dein bester Freund? Ja, den Nachnamen oder den Spitznamen, ist das egal? Vornamen reicht. Christoph, Spitzname ist Stucki, falls du das sagst. Christoph oder Stucki? Augenblick, ist Christoph oder Stucki da? Ja, der sitzt da mit der Kappe. Hi, Stucki. So. Also gut, nächste Frage. Wo würde sich Ruth piercen lassen? Am Bauchnabel. Hoppala. Gut, dass sie nichts anderes gesagt hat. So. Nächste Frage. Was macht Ruth samstagabends am liebsten? In die Halle gehen. Was für eine Halle? Was ist das? Ach so, das ist eine Disco. Also Disco oder Halle, ja? Ja, kommt jetzt so spontan. Ja, das ist auch richtig so. Nächste Frage. Welches Gericht kocht ihr, wenn ihr gemeinsam kocht? Wenn ihr gemeinsam kocht. Ja, wir können nur Spaghetti, also können wir nur Spaghetti machen. Darauf wollte ich hinaus. So. Und die letzte Frage. Wem verdankt ihr, dass ihr zusammen seid? Das ist eine gute Frage. Also, es war das Schicksal eigentlich eher. Ja, also wir haben uns in der Halle getroffen. Mhm. Es war Schicksal, Zufall, Glück. Ja, und ich gebe dir einen kleinen Hinweis, weil das ein bisschen schwierig ist. Du hast mal aufgeschrieben, dass ihr dem Schicksal einen Namen gegeben habt. Ach so, oh, das war ein Witz. Das hat nicht hingeschrieben. Ja, sag mal, das war Ostern in der Halle. Also gut, lass mal. Ostern in der Halle, sagst du. Aber ihr habt euer Schicksal übrigens Martin genannt. Das war doch ein Witz. Ich weiß. So, alles klar. Du bist befreit, aber jetzt ist Ruth dran. Übereinstimmen. Ruth. So. Also, ich habe Tillmann was gefragt. 5 Fragen. Die erste Frage, die ich ihm gestellt habe, war: Wie heißt dein bester Freund? Also, wie heißt Tillmanns bester Freund? Christoph.
Richtig. Super. Oder Stucki, haben wir erfahren. Nächste Frage, die ich ihm gestellt habe. Wo würdest du dich piercen lassen? Am Bauchnabel. Das stimmt. Nächste Frage. Ich habe ihn gefragt, was Ruth am Samstagabend am liebsten tut. Tanzen. Und wo? In der Disco. Gebongt. Wunderbar. Geil, korrekt. In der Halle. Ja? Ja. Die nächste Frage ist ein bisschen schwierig, denn ich habe ihn gefragt, welches Gericht ihr kocht, wenn ihr gemeinsam kocht. Spaghetti. Ja, die beiden sind Gourmets. Und jetzt die letzte Sache. Wem verdankt ihr, dass ihr zusammen seid? Huch. Meiner Schwester. Bestimmt auch. Also wenn die auch Ostern in der Halle war, dann ist das richtig. Aber er hat Ostern in der Halle gesagt, das ist keine Übereinstimmung. Ach so. Ihr habt 4 richtige Übereinstimmungen, 200 Mark, 800 Mark für euch. Also ein kleines bisschen haben wir die zwei jetzt kennengelernt, liebe Zuschauer. Aber wir wollen natürlich noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Wieso könnt ihr nicht kochen? Ich habe es nie gelernt. Du interessierst dich auch nicht dafür? Ja, fürs Kochen weniger, eher fürs Essen. Das ja. macht meine Mutter so gut. Ach, deine Mama kocht noch richtig für dich. Du bist aber edel. Ne? Wie alt bist du? 21. Ach ja, dann geht das noch. Dann geht das noch. Ihr habt zusammen, das heißt, du hast einen Hund. Ja, klar. Pepe. Mhm. Und ihr seid beide Jack auf ihn. Ach, das ist der beste Hund. Das ist total die Liebe zu dem. Das ist ein Golden Retriever, der ist jetzt gerade ein Jahr geworden. Mhm. Und ich verbringe jede freie Minute mit dem. Das ist ein klasse, der Hund. Also du gehst auch richtig regelmäßig raus? Ja, klar, alles. Zum Joggen und der hat auch seinen Spaß mit Bärchen spielen und so. Mhm. Und geht das denn noch beruflich? Du hast früher mal ein anderes Studium angefangen und machst jetzt Englisch und Deutsch. Ja. Auf Lehramt? Auf Lehramt, ja. Und ja, das geht gut. Also ich hab ja zuerst Medizin gemacht, 5 Semester. Und dann habe ich aber gemerkt, dass es nicht meine Sache war. Und dann habe ich halt gesagt, was willst du gerne machen? Dann habe ich das Lehramtsstudium angefangen. Mhm. Und habe ich auch gleichzeitig ein bisschen mehr Zeit für den Hund. Entschuldigung. Ah ja, der schwitzt mich ein bisschen voll, aber das macht überhaupt nichts. Ich habe, es ist saugfähiges Material. Irgendwas mit Leinen oder so. Das ist kein Problem. Aber das reicht aber so, dass du den Schülern, die sich hinterher irgendwie auf die Nase legen, noch ein Pflaster geben kannst. Ja, das will ich doch hoffen. Was sind deine Pläne, Ruth? Ich mache gerade eine Ausbildung zur Physiotherapeutin und würde mich später gerne selbstständig machen mit meiner Schwester, die ist auch Physiotherapeutin. Oh, so richtig? Aber in Köln, ne? Am liebsten in Köln, ja. Ihr zwei sucht eine Wohnung zusammen in Köln? Tillmann und ich? Ja. Wir wollen zusammen ziehen, ja. Ja, ja, ich weiß ja nicht, wer da noch so alles ansteht. Sag doch mal ein paar Namen. Hat sie noch ein paar mehr Verehrer? Ja? Gut, jetzt hast du dich aber ganz schön irgendwo reingeritten. Ja. Aber es ist okay. Wie ist das denn mit der Physiotherapie? Es gibt ja jetzt diese Gesundheitsreform. Kann man damit noch Geld verdienen? Ich hoffe es. Ja. Ich hoffe, dass es noch klappt, irgendwie einen Job zu finden. Mhm. Aber das könnt ihr nur machen, wenn ihr das Geld zusammen habt. Heute. Ja, richtig. Mit 100.000 Mark kriegt man in Köln schon eine 30 Quadratmeter Wohnung. Ja? Das ist teuer genug. Für den Hund des Zimmers. Das für den Hund, genau. Der kriegt die 30 Quadratmeter und ihr wohnt im Keller. Alles klar. Vielen Dank. Wir sehen uns gleich wieder. Ja. Tschüss. Angst vorm Fliegen? Für Kitty und Tom kein Problem, denn die beiden sind echte Überflieger. Sie ist Stewardess und er kann sich Top Gun auch aus beruflichen Gründen anschauen, als Düsenjägerpilot und Fluglehrer beim Bund. Die zwei sind nicht nur verliebt, sie sind auch schon seit 8,5 Jahren verheiratet und damit weit über das verflixte 7. Jahr hinaus. Neben einem Traumberuf haben die zwei auch ein Traumhobby. Die Freizeit gehört den Kindern Rick und Kim und den Pferden. Nach Möglichkeit täglich geht es hoch zu Ross in die schöne Landschaft rund um Schottens. Ob die beiden jetzt mit Schallgeschwindigkeit oder im gestreckten Galopp in Richtung Tresor fegen, das entscheidet sich in den nächsten 90 Minuten. Hals- und Beinbruch für Kitty und Thomas. Viel entspannter aus. Ne? Habt noch ein bisschen Puder auf die Nase gekriegt oder schwitzt ihr nie? Nee, auf was. Ja, der Tillmann tut das dafür doppelt. Das ist genau. Kein Problem. Ja? Auch mit euch spielen wir das Übereinstimmungsspiel. Habt ihr es gerade so oben an der Treppe gehört? Ja, so ein bisschen. Hm? Also ihr wisst, das ist um euer gemeinsames Leben, die Abarten und ne? Abarten. Das Abarten ist gemein gesagt. Also was habt ihr natürlich nicht. Also ich stelle Tom zuerst die Fragen. Du setzt dich hin. Okay. Ja? Okay. Nehmen Sie bitte Platz, junge Frau. Echt harte Musik jetzt. Mhm. Okay, Tom, ihr kennt euch ja schon lange, 8,5 Jahre. Da weißt du ja schon, was mit ihr los ist und mit dir und mit eurem Leben.
Also, erste Frage an dich, Tom. Welcher Mann hat für Kitty das meiste Sex-Appeal? Ich. Selbstbewusst, ja. Ich schreibe jetzt mal Tom und nicht Tom Jones, ja? Nächste Frage. Welche Musikgruppe erinnert euch an euer Kennenlernen? U2. U2? Ja. Can't live with and without you? With or without you, ja, genau. Ist das ein Stück, wirklich? Genau, ja. Gut, nächste Frage. Worüber habt ihr euch das letzte Mal gestritten? Jetzt geht's ans Eingemachte. Was war Bestimmt das? War sie zu spät wegen irgendwas. Kommt ja immer zu spät. Ja, genau. Gut. Mindestens 15 Minuten hat er erzählt, ja? Ja, weil genau. Sie Zack. Zu spät kam. Gut. Was kocht Kitty besonders gut? Besonders gut, also garantiert Geflügel. Geflügel. Da ist sie Meisterin drin, ja. Bitte? Da ist sie Meisterin drin. Ja? Egal wie groß oder wie schwer. Geflügel ist immer perfekt. Ob die aus Plastik sind oder genau, in echt, ja. Gut. Also Geflügel. Nächste Frage und letzte Frage. Welche Hausarbeit mag Kitty am allerwenigsten? Bügeln. Bügeln? Ja. Ganz eindeutig. Ja, klitzeklar. Das kann ich so gut verstehen. Ich schaffe das ja noch nicht mal, eine Hose zu bügeln. So. Alles klar? Vielen Dank. Jetzt sind wir ja mal gespannt. Kitty, komm bitte. Also, 5 Fragen habe ich Tom gestellt. Ist nicht schwer. Ist nicht schwer. Mhm. Die erste Frage, die ich Tom gestellt habe, lautete: Welcher Mann hat für Kitty das meiste Sex-Appeal? Was meinst du, was er geantwortet hat? Hm. Er selbst. Die zwei lieben sich. Okay, mache ich mal ein Häkchen. Ja? Mhm. Nächste Frage. Welche Musikgruppe erinnert euch an euer Kennenlernen? U2. Bombs. Zwei sind wirklich unzertrennlich. Nächste Frage. Worüber habt ihr euch das letzte Mal gestritten? Wann war das? Jetzt sag nicht, das ist 8 Jahre her. Nee, aber Mensch, auf dem Herweg, glaube ich. Was war denn das? Ah ja, sag was, du musst jetzt was sagen. Über unsere Vorbereitung hier drauf? Weiß ich nicht. Nee? Nein, du kommst doch immer zu spät. Ja, das stimmt. Darüber, ja. Also, da ist keine Übereinstimmung. Nächste Frage. Ich habe Tom gefragt, was kocht Kitty besonders gut? Geflügel. Bombs. Das stimmt. Nächste Frage. Welche Hausarbeit mag Kitty am allerwenigsten? Bügeln. Bügeln. Ja. Gut. Also, ihr zwei habt 4 von 5 möglichen Übereinstimmungen. 800 Mark. Ebenfalls. Gut. Wie war denn das? Ich gucke hier gerade, wie war denn das mit dem Kennenlernen? War das so direkt Liebe auf den ersten Blick und direkt, hallo, hier bin ich und wir ziehen jetzt zusammen? Ja, wir mussten uns erst ein bisschen warm gucken. Also wir haben uns nicht ganz getraut, aber verliebt schon gleich. Aber wir brauchen noch ein bisschen Nachhilfe. Na genau, gab so ein bisschen ein Helferlein. Das ist jetzt unsere Schwägerin, das war damals auch noch nicht absehbar. Und die hat uns so ein bisschen zueinander geführt, sagen wir mal, weil wir beide so schüchtern waren damals. Also richtig die klassische Situation, Abendessen zu dritt und sie verpieselt sich dann so ähnlich, und dann seid ihr ja, zu genau. zweit. Oh ja, das ist ja auch schwierig. Ne? Aber dann ging es alles unheimlich schnell bei euch. Was passierte dann? Wir sind dann zusammen nach 7 Wochen oder so in Urlaub gefahren, so nutzt an die Ostsee. Und dann haben wir uns erstmal nach 8 Wochen verlobt dann. Und dann? Ich glaube, ein Jahr später waren wir verheiratet. Knappe 2 Jahre später war unser Sohn da. Und so ging es dann weiter in dem Tempo ungefähr. Also wir haben nur 2 Kinder. Sie haben nicht die ganze Ich habe da nämlich ausgerechnet, 8 Jahre. Nein, aber 2 Kinder habt ihr. Euer Ricky hat gerade einen Autounfall gehabt, aber hat es gut überstanden. Ja. Ist er denn hier? Wo ist denn Ricky? Da. Hey! Oh, du siehst ja schon wieder ganz munter aus. Und das ist die Kim. Ne? Ja. Die Kleine. Ja. Habt ihr gut gemacht? Ja. Ja? Naja, er ist ja Jetpilot, ne? Immer schnell dabei. Wie ist denn das mit der. Du bist Ausbilder für Jetpiloten mittlerweile und ja, du bist genau. doch wahnsinnig jung. Wieso geht das so schnell? Ja, ich bin 28, aber wir fangen alle relativ früh an, damit, weil wir mit, wahrscheinlich mit 41 schon aufhören zu fliegen. Und damit die Bundeswehr auch möglichst lange was von uns hat, starten wir früh. Mhm. Ja, und, ist das eine harte Ausbildung? Ja, klar. Auch vor allen Dingen sehr langwierig, also bestimmt 4, 5 Jahre nur Ausbildung und dann geht's erstmal so in den Job. Hast du schon mal Schiss gehabt in so einem Flieger? Ja. Hast du gedacht, dass, oh, weia, hier komme ich... Direkt Schiss nicht, Anspannung natürlich, klar. Das ist so eine Art kontrolliertes Risiko, was man da eingeht. Mhm. Klar. Du arbeitest auch noch ab und zu als Stewardess, ne, um auch mal, wupp,
bisschen, mal ein bisschen rauszukommen. Um auch rauszukommen und ja, um auch Knete zu verdienen, ist ja auch so. Ja. Ne? Ja. Oder aber du machst immer alles mit. Also ihr geht demnächst nach England für 2 Jahre und ja, du ziehst dann immer mit eurem ja, Pferd und Kind und Kegel mit. Alles. Alles mit. Mhm. Tolle Frau. Ja. Hast du gut hingekriegt? Habt ihr gut hingekriegt? Vielen Dank. Wir haben euch ein bisschen kennengelernt. Ja, bis gleich. Und jetzt stellt uns Andreas das dritte Paar vor. Die größten Fans von Uschi und Sigi sind ihre 3 Kinder, Steffi, Bastian und Florian. Und die drücken jetzt ganz besonders die Daumen, wenn Mama und Papa sich in den Kampf um Kohle stürzen. Die Familie kommt aus Siegsdorf. Sigi ist Bankkaufmann und Uschi lebt gewissermaßen von der Hand in den Mund. Sie ist Zahnarzthelferin. Das höchste Glück der Erde liegt für die 2 auf dem Sattel ihres Mountainbikes. Mindestens 3-mal die Woche geht's auf Tour. Und was macht man als typischer Siegsdorfer mit 100.000 Mark? Erstmal werden die Koffer gepackt. Und dann geht's mit der ganzen Familie in den Flieger und ab in die Sonne. Vielleicht gibt's auch noch ein familienfreundliches Auto. Aber das kann man mit Glück und Cleverness auch schon heute Abend mitnehmen. Viel Glück für Uschi und Sigi! Glücklich bei uns gelandet. Ich weiß ja, dass alle bei uns eine wahnsinnige Angst vor dem Laufband haben. Ja. Das war mal wieder schwierig, ne? Aber du bist doch beim ersten Mal rübergeflutscht. Ja, ich bin die Pausen öfters gestürzt, aber heute ja, hat es geklappt. Es hat so gut geklappt, dass ihr dabei seid. Und ihr habt noch jede Menge Chancen, Geld zu gewinnen. Wir fangen direkt an mit dem Übereinstimmungsspiel. Ihr habt gerade auch schon hinten mitgekriegt, worum es geht. Ja. Und ihr kennt euch ja schon 12 Jahre. Also da wird ja wohl kaum was schief gehen. Ja. Kommt immer auf die Fragen an. Bitte, Uschi, setz dich hin. Moment, darf ich die nehmen? Ich muss das nämlich immer hinten rum. So. Sonst verwickelt sich das. So. Alles klar? Uschi hat so einen kleinen Kopf, das rutscht. So. Okay. Also. Sigi, du kennst deine Uschi. Hm? Wie heißt Uschis Lieblingssänger? Denk mal so an den Süden. Jaros Ramazzotti. Du glaubst Eros Ramazzotti. Trinkt sie das Zeug auch? Oh. Ich hoffe nicht. Nein, zu. Gut. Nächste Frage. Wer von euch beiden würde bei einem Streit zuerst einlenken? Ich. Du? 100%. So einen Mann will ich mal haben. Gut. Also? Ein Traum. Sigi. Gut, Sigi, wenn du es nochmal sagst, dann ändern wir das alles. Nächste Frage. Wie alt wart ihr, als ihr euch das allererste Mal getroffen habt? Als allererste Mal. 10? Ja. Mit 10 Jahren. Gab es da auch schon einen Kuss? Nein. Gut. Nur große Augen. Nächste Frage. Welchen typischen Charakterzug hast du von deiner Mutter mitbekommen? Sparsamkeit. Sparsamkeit. Da hat einer Geiz gesagt, das ist was anderes, Leute. Das ist die Krankheit von Herrn Weigel. Da hat der Sigi nichts mit zu tun. So, nächste Frage. Wo habt ihr euren schönsten Urlaub verbracht? In Italien. In Italien. Alles klar. Vielen Dank, Sigi. Schauen wir mal nach, ob Uschi der gleichen Meinung ist. So, Uschi, komm bitte zu uns. Also. Ich habe Sigi gefragt. Ich habe ihn ganz einfach gefragt, wie dein Lieblingssänger heißt. Mein Lieblingssänger heißt Tina Turner. Hat er nicht gesagt? Hat er nicht gesagt. Er hat nämlich gesagt Eros Ramazzotti. Aha, das hast du uns auch mal irgendwann erzählt. Ja, ich habe 2. Echt gut. Eros ist doch so süß. Aber Tina hat die schöneren Beine. Keine Übereinstimmung. So. Nächste Frage, die ich ihm gestellt habe, lautet, wer von euch würde bei einem Streit zuerst einlenken? Sigi, ganz klar. Ganz klar, gut, das stimmt, das hat er auch gesagt. Nächste Frage. Wie alt wart ihr, als ihr euch das allererste Mal getroffen habt? Oh. Das allererste Mal. Da waren wir ja noch. Ja, wie alt waren wir da? Ja, so, ne? Ja, so. Ungefähr. 7, 8? Ja, ist okay, 10. Oh. 7, 8 oder 10. Ich habe ihn gefragt, wart ihr da schon ineinander verknallt? Nee, ne? Nee. Gut. Nächste Frage, die ich ihm gestellt habe, war, welchen typischen Charakterzug hat er von seiner Mutter mitbekommen? Von der Mama und der Schwiegermama. Das Laufen. Nein,
Die Sparsamkeit. Oh. Aber laufen kann sie wahrscheinlich auch. Aber das ist was anderes. Gut. Bestimmt das Laufen. Ja, die Sparsamkeit. Oh, das hat er gesagt. Leider keine Übereinstimmung. Und letzte. Wo habt ihr euren schönsten Urlaub verbracht? Ui, das waren viele schöne. Denkt das man so an eure Vorlieben. Korsika. Mano, oh, Italien. Uschi. Aber Italien war auch schön, oder? Ja, klar. Ja, leider keine Übereinstimmung. Das heißt, ihr habt 2 richtig und 400 Mark. Ja. Ach ja, das ist ja immer so eine Sache. Da glaubt man seinen Mann seit 12 Jahren in- und auswendig zu kennen, was sie eigentlich ja auch tut. Du hast mir eine schöne Geschichte erzählt, Uschi. Du hast gesagt, Sigi hat dich zum Fressen gern. Ja, hat er wirklich. Und was hast du dann gemacht? Ich muss ihm immer Brotzeit schmieren, wenn er in die Arbeit geht, dass er Mittag was zu essen hat. Oh, warm. Und einmal habe ich es besonders gut gemeint, habe ich mir gedacht, ich tue einen kleinen Liebesbrief rein. Habe ich auch schön zusammengefaltet, in die Semmel, plutsch zu. Und wie er dann heimkam, habe ich ganz erwartungsvoll gefragt, na Sigi, wie hat es geschmeckt? Dann sagt er, wieso? Denke ich, ja, was hat er jetzt? Ja, wie? Wieso? Was hat er jetzt? Was hat er gemacht? Ja, dann sagt er, ganz normal hat es geschmeckt. Sage ich, ja, und der Brief? Dann hat er mitgegessen, hat gar nichts von. Lebt heute noch. Es geht dir gut. Ja, es geht mir gut. Ja, sie hat dann wohl giftfreie Tinte benutzt. Aber ihr seid schon so ein richtiges Ehepaar. Ihr habt 3 Kinder zusammen. Und sind die auch hier zufällig? 2. Zwei von den 3 sind da. Wer ist denn hier? Steffi und der Bastian. Wo seid ihr denn? Hallo, eure Eltern sind gut, ha? Ja, da sitzen die beiden. Und sind heilfroh, dass ihr dabei seid. Ihr zwei seid ja sehr umtriebig. Also du leitest eine Gymnastikgruppe. Was sind das für Leute? Das ist eine gemischte Damen- und Herrengruppe. Sind wir einmal in der Woche in der Halle. Die jage ich dann da so durch die Gegend mit Zirkel, Skigymnastik. Oh, und was für einen Sinn hat das? Sollen die also Wettkämpfe machen? Oder? Nein, es ist ein ganz normaler Allround-Sport zum Fithalten. Und du musst ihnen jetzt beweisen, dass du genauso fit bist. Einige sind da, hoffe ich. Aus der Gruppe? Ist der netter? Ja, die Leute sehen auch ganz fit aus. Was ist denn euer Traum? Was würdet ihr mit 100.000 Mark wirklich machen? Ja, wir hätten gerne eine Sauna. Oh ja. Eine Familiensauna unten. Und dann wird man noch einiges an Möbel brauchen. Familienurlaub, ganz klar. Und der Riesen. Auf Korsika oder Italien? Ach, große Italien-Fans sind wir. Italien, also, fahrt dann nach Italien. Ball, ja. Gut, ihr fahrt nach Italien, wenn es denn mit der Knete klappt. Ja. Toi, toi, toi dafür. Vielen Dank, ihr zwei. Ja, tschüss. So, liebe Zuschauer, Sie haben jetzt ja unsere Paare ein wenig kennengelernt und haben sich mit ihnen vertraut gemacht. Ich mache Sie gleich mit einem ganz besonderen Preis vertraut, den Sie heute gewinnen können. Aber vorher müssen Sie sich etwas in Geduld üben. Wir sehen uns gleich wieder. Was macht Papa, wenn wir nicht da sind? Knorr Spaghetteria, Pasta à la Bolognese. Nudeln, Soße, satt. Ist der Papa nicht traurig so allein? Knorr Spaghetteria, so schmeckt es richtig gut. Wer viel duscht, kennt auch diese Schimmelflecken. Neu, Biff-Hygienereiniger mit Aktivchlor. Wo herkömmliche Reiniger versagen, löst Biff-Hygienereiniger sogar Schimmelflecken. Fugentief. Hygienische Sauberkeit einfach und schnell. Biff, im ganzen Bad. Neu, Biff-Hygienereiniger. Einfach sprühen, einfach sauber, einfach Biff. Lust auf erfrischenden Genuss? Mit Joghurette on the Rocks. Da schmeckt man die kühle Frische von Joghurt, die fruchtige Frische von Erdbeeren und einen Hauch feine Vollmilchschokolade. Mmh, Joghurette on the rocks. Schmeckt Joghurt leicht und fruchtig frisch. Wissen Ihre Kinder eigentlich, wie es klingt, wenn der Berg ruft? Alltag raus. Österreich rein. Wir nehmen frischen Spinat für Spinatgratin mit Kartoffelkäsekruste. Gemüseküche. Bestimmt die leckerste Art, was Gesundes zu essen. Knorr Gemüseküche. So schmeckt es richtig gut. Und was machen wir damit? Heute ist mein Geburtstag. Den Tag habe ich mir irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. Happy Birthday to you.
Das 10. Fanalbum von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Und ihr Geburtstag war gerettet. Bei hartnäckigem Fettschmutz können Sie so manche Glasreiniger aus dem Fenster werfen. Oder Sie nehmen gleich das beste Sidolin aller Zeiten. Alles klar mit Sidolin. Die neuen Kleenex Balsamtaschentücher hinterlassen einen mikrofeinen Balsamfilm mit Ringelblume. Der hilft, die Haut vor dem Austrocknen zu schützen. Die neuen Kleenex Balsamtaschentücher. Der Balsamschutz beim Nasenputz. Kleenex, spürbar besser. Die neue Milka Schoko und Keks. So haben Sie Schokolade noch nie erlebt. Erst zarte Milka Alpenmilchschokolade. Dann die sahnige Füllung. Dann. So aufregend ist Milka Schoko und Keks. Die Milka mit dem. Es gibt Momente im Leben, da weiß man, es ist Zeit für Persil Mega Perls. Hätte nie gedacht, wie man sich selbst verändert, wenn man sein eigenes Bistro führt. Wir können uns Flecken einfach nicht mehr leisten. Jetzt muss ich sicher sein, dass auch so ein Fettschmutz rausgeht. Deshalb Persil Mega Perls. Persil Mega Perls mit seinem aktiven Sauerstoff löst nicht nur Flecken besser, auch den tief sitzenden Schmutz. Perfekte Wäsche gehört einfach zu unserem neuen Anspruch. Irgendwann kommt jeder zu Persil. Da weiß man, was man hat. So, der Zahnstein ist weg. Nur schade, dass die nicht so schön bleiben. Doch, wenn Sie selbst es dafür tun. Mit der Blender Dent Professional. Echt? Unabhängige klinische Studien haben jetzt sogar bewiesen, dass Ihr Wellenprofil auch zwischen den Zähnen so gründlich reinigt, dass Zahnstein so schnell nicht wieder entsteht. So bleiben Zähne länger natürlich weiß. Papi, hast du deine Zähne weiß gemalt? Nee, die bleiben jetzt so. Die Blender Dent Professional. Unser bestes Rezept für saubere, natürlich weiße Zähne. Ich bin Verkaufstrainerin bei Siemens. Und wenn ich unseren Außendienstlern die neuesten Spülmaschinen vorstelle, staunen die sogar. Besonders über den Siemens Oberkopfspüler. Sein Wellensprüharm verteilt das Wasser effektiver. Doch was nützt die beste Maschine ohne ein gleich gutes Spülmittel? Ich finde Feri am besten. Diese Entrester schaffen schwierigste Reste und alles strahlt. Selbst die Gläser. Was natürlich auch meine Gäste freut. Siemens empfiehlt Feri Ultra. Genuss. Entdecken Sie die vier frische Welten von Lenore. Jetzt mit der klaren Frische des frühen Morgens. Erleben Sie dies frischere Lenore in Lenore Tropenfrisch oder in Lenore Alpenfrisch. Genießen Sie die Sommerfrische von Lenore oder den Klassiker Lenore Aprilfrisch. Viermal Lenore. Viermal frischer als je zuvor. Unser Eis des Jahres. Creme-Aprikose. Mövenpick Creme-Aprikose. Von Schöller. Vollkommen Mövenpick. Mach mir was hier aber Hand! Piesel, hätte ich Melk? Bulla Bulla. Was ist denn das für eine Sprache? Stopper! Tolle Idee. Dumpfbacke. Barfuß im Regen ist dort. Das ist ein guter Tipp. Stoppock, Ingo Appel, Tatjana Simic und Klaus Wennemann bei RTL Samstagnacht. Heute 23 Uhr bei RTL. Dienstag ist Action-Tag bei RTL. Um einen ausländischen Staatsgast zu schützen. Wir sind hier, um uns vor einem Attentat zu warnen. Gehen die Männer von Cobra 11 jedes Risiko ein. Danach Extreme, das Leben am Abgrund. Für dieses Rettungsteam kommt es auf Sekunden an. Sekunden, die entscheiden zwischen Leben und Tod. Alarm für Cobra 11 und Extreme. Dienstagabend bei RTL. Sie wieder unsere 10 Zylinder. Und Sie wissen, liebe Zuschauer, dass 9 Zylinder falsch sind und nur ein einziger der richtige. Und das ist der,
der 100.000 Mark wert ist. Sie können einen Tipp abgeben heute, Sie können spielen und es geht um einen wunderschönen Preis und den beschreibt uns jetzt mal eben Andreas. Sie fliegen mit Ihrem Schatz für eine Woche in die Türkei. Im Robinson Club Pamphylia können Sie sich so richtig gut gehen lassen und alle Annehmlichkeiten genießen. Luxus und Komfort, Sport total, in der Sonne faulenzen oder die Faszination des Landes erleben. Hier kommt jeder auf seine Kosten. Ein wahres Märchen aus 1001 Nacht. Also wenn Sie diesen Preis gewinnen wollen, dann wählen Sie bitte folgende Nummer 0190 31 31. Und dann, aufgepasst, die 01 für Zylinder Nummer 1, wenn Sie glauben, der ist 100.000 Mark wert, bis zur 10, dann müssen Sie auch die 10 wählen, wenn Sie glauben, dass Zylinder Nummer 10 zum Beispiel 100.000 Mark wert ist. Auf RTL-Textseite 405 können Sie dann lesen, um welche Reise es nochmal geht und Sie kriegen auch noch einmal die Telefonnummer. Eine Reise können unsere Kandidaten nicht gewinnen heute, aber jede Menge Geld, vielleicht sogar 100.000 Mark. Wir fangen an mit dem Kontostand steigern bei unserem ersten Spiel, dem Mauerspiel. Von hier aus sieht das ganz schön lustig aus. Ich sehe also nur die drei Jungs, die gerade so über die Mauer gucken. Und das hat seinen Grund, liebe Zuschauer, denn wir spielen hier gleich ein Memory-Spiel. Ich zeige euch gleich 7 prominente Fotos und 7 Namen dazu. Schön in ein Paketchen. Dann trennen wir das Foto von dem Namen und verteilen beides auf verschiedene Felder. Diese Felder, liebe Zuschauer, müssen sich unsere Kandidaten merken. Und dann geht es darum, dass die Mädels auch etwas zu tun haben. Denn die Mädels müssen ihre Jungs nach oben pumpen. Und derjenige, der zuerst oben ist und auf den Knopf drückt, darf mir dann 2 Felder nennen. Nennt er mir eine richtige Kombination, gewinnt das Paar 300 Mark. Nennt er die falsche Kombination, wird er bestraft und es gehen jeweils 150 Mark an die Gegner. Ihr seid bereit? Okay, ich zeige euch jetzt unsere Prominenten. Mario Basler verteilt sich auf 6 und 10. Günther Jauch, der Name 14 und das Foto 7. Ulrike von der Gröben, der Name geht auf 16 und das Foto auf 4. Frank Busemann, der Name auf 9 und das Foto auf 13. Sean Dundee, der Name geht auf 2 und das Foto auf 15. Katja Seitzinger, der Name auf 5 und das Foto auf 8. Matthias Sammer, der Name auf 12 und das Foto auf 1. Und als letztes haben wir noch 2 Logos, die gehen auf 3 und 11. Ihr habt euch alles gut gemerkt, ihr seid bereit, wir schließen die Felder wieder. Die Jungs sind unten gelandet. Mädels, go! Das ist sehr anstrengend. Mal sehen, wer als Erster. Okay, wer ist es? Sigi? Sigi. 16. 6 und 10, stimmt, das ist richtig, 300 Mark für Sigi und Uschi. Gut gemacht, go! Tom? 7 und 14. 7 und 14, stimmt, 300 Mark sehen wir hier, Günther Jauch. Bitte? 4 und 16. Was? 4 und die 16. 4 und 16, stimmt. 300 Mark für Tillmann und Ruth. Ihr seid bereit? Go! Tillmann. 9 und 13. 9 und 13, stimmt. Gut gemacht. Mädels, go! Das ist Sean Dundee, das ist die 15 und die 8. 15 und 8 ist falsch.
Richtig wäre gewesen 2 und 15. Also 150 Mark für die anderen beiden. Go! Sigi. 5 und 8. 5 und 8, stimmt. Katja Salzinger, 300 Mark für Sigi und Uschi. Und die letzte, noch einmal, go! Tillmann! Die 12 und die 1. 12 und 1, stimmt. 300 Mark für euch zwei, prima. Kommt bitte runter. Und die beiden Logos waren auf 3 und 11. Es war sehr, sehr anstrengend für die Mädels. Unglaublich anstrengend. Ich glaube, ihr konntet letztendlich nicht mehr. Zum Kontostand. Also, 1.700 Mark haben Tillmann und Ruth klasse gemacht. 1.250 Mark Tom und Kitty. Und 1.150 Mark haben Sigi und Uschi. Es ist noch nichts entschieden. Cool bleiben, es wartet das nächste Spiel auf euch. Es ist eine sehr anstrengende Geschichte. Die Mädels werden jetzt mit den Beinen kräftig arbeiten müssen und die Jungs müssen zeigen, was sie hier oben im Bizeps haben. Wir gehen zusammen zur Kletterwand. Kommt mit! Tja, das sind hier die modernen Foltergeräte des 20. Jahrhunderts. Alles verschwindet. Muskelschwäche, Sauerstoffarmut und die Zellulitis auch. Aber im Fitnessstudio müsst ihr euren Beitrag zahlen. Und hier könnt ihr, indem ihr kräftig reintrampelt, Geld verdienen. 1 Minute und 30 Sekunden habt ihr Zeit, so heftig wie es geht, reinzutreten. Denn das hängt mit unseren Kletterwänden zusammen, liebe Zuschauer. Die stehen im Moment ganz senkrecht und die Jungs müssen versuchen, dort hochzuklettern und Stäbe anzubringen. Bitte macht es den Jungs ein bisschen leicht, ja? Je heftiger ihr in die Pedale tretet, desto waagerechter senkt sich die Kletterwand und desto leichter wird es letztendlich. Ihr seid bereit? Der Erstplatzierte kriegt 2000 Mark, der Zweitplatzierte 1000 Mark und der Dritte 500 Mark. Ihr habt ein bisschen Luft geholt? 1 Minute und 30 Sekunden laufen jetzt! Es geht hier Schlag auf Schlag. Und eigentlich sind die Mädels noch vom Pumpen völlig erschöpft. Aber wir wissen, dass unsere Kandidaten fit sind. Prima, Tillmann! Ja, Sigi ist der Schnellste. Es ist gut, sehr gut, mach weiter so. Sigi klettert im Moment allen davon, dicht gefolgt von Tom. Und Tillmann hat natürlich Schwierigkeiten. Nee, ist der Größte. Zwei Stäbe hat Sigi oben angegeben, wunderbar. Prima, Uschi, du machst es gut. Weiter. Und Tom hat es ebenfalls geschafft, zwei Stäbe anzubringen, aber Tillmann kämpft. Noch 47 Sekunden, haut rein. Ruth, fester, ja, so ist gut. Uschi, fester, dein Licht ist nicht an. Komm. 36 Sekunden noch, komm. Sie gemacht es sehr gut, aber Tillmann hat größte Schwierigkeiten. Oh, 1,5 Minuten können lang werden, wenn die Erschöpfung zunimmt. Tom, hopp! Und Tillmanns Fans geben sich alle Mühe. Okay, es ist nicht mehr lang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stopp! Kommt hier bitte. Puh, das waren aber die längsten 1,5 Minuten eures Lebens, glaube ich. Tillmann ist völlig geschafft. Ja, man hat es ein bisschen schwer, wenn man so ein langes Ende ist. Aber bei anderen Spielen hat man dann einen kleinen Vorteil. Du hast alles gegeben, aber jetzt schauen wir mal nach, wer eigentlich am besten war. Ganz eindeutig auf dem ersten Platz Sigi. Sehr gut gemacht. 2000 Mark für Sigi und Uschi. Gutes Teamwork. Zweiter Platz. Tom und Kitty, 1000 Mark für euch. Und Ruth und Tillmann auf dem letzten Platz mit 500 Mark. Der Kontostand verändert sich entsprechend. Wir sind alle sehr gespannt, denn aus dem Übereinstimmungsspiel und dem zweiten Spiel und dem jetzigen ergibt sich was ganz Neues. Und das verrät uns jetzt wie immer Andreas.
Zwei knüppelharte Spiele sind hinter uns. Zweimal mussten sie wirklich alles geben und das geht wirklich in Arme und Beine. Ich kann mir vorstellen, dass hier jetzt wirklich einige Gliedmaßen wie Gummi anfühlen. Wir schauen uns den Kontostand an. Auf dem dritten Platz Ruth und Tillmann. 1700 Mark hatten sie, 500 Mark gibt's dazu. Neuer Kontostand 2200 Mark. Der zweite Platz für Kitty und Tom. 1250 Mark hatten sie, 1000 Mark dazu. Neuer Kontostand 2250 Mark. Und Uschi und Sigi ganz vorne, 1150 Mark hatten sie, 2000 Mark dazu. Damit erster Platz mit 3150 Mark. Es bleibt spannend, liebe Zuschauer, denn mit 3150 Mark liegen Sigi und Uschi zwar an erster Stelle, aber das Blatt kann sich noch wenden, denn das kleine, aber gemeine Rechenspiel wartet auf euch. Gemein ist es deshalb, weil nach diesem Spiel ein Paar ausscheiden muss. Ihr wisst, dass es mit zwei Paaren danach weitergeht. Welches es sein wird, entscheidet ganz alleine eure Konzentration und Schnelligkeit. Sechs Rechenaufgaben warten auf euch. Sagt ihr mir die richtige Antwort, kassiert ihr sofort 1000 Mark. Sagt ihr sie allerdings falsch, gehen jeweils 500 Mark an die Gegner. So, ihr seid bereit? Ja? Hier ist meine erste Aufgabe. 43 plus 34 minus 17. Tillmann. 60. 60? Stimmt. Sehr schnell. 1000 Mark bekommt ihr dazu und steht jetzt auf dem ersten Platz mit 50 Mark Unterschied zu Uschi und Sigi. Nächste Aufgabe. 15 mal 8 plus 75. Sigi. 195. 195? Stimmt. Ja. Gut. Sehr gut gemacht. Sprichst du bitte ein bisschen lauter. Ich habe dich gerade fast nicht gehört. Okay. 1000 Mark bekommt ihr dazu und schon sind Sigi und Uschi wieder auf dem ersten Platz. Nächste Aufgabe. 65 plus 331 minus 47. Tom. 339. 339. Ah, 349. 10 Pünktchen entscheiden über 500 Mark an die Gegner und das passiert. Jetzt Uschi und Sigi kriegen 500 Mark und Ruth und Tillmann ebenfalls. Es geht weiter. Nächste Aufgabe. 420 mal 3 plus 26. Sigi? 1286. 1286? Ja. Stimmt. Sehr gut gemacht. Da merkt man, dass Sigi Bankkaufmann ist. Du hast also viel mit Zahlen zu tun. 1000 Mark bekommt ihr dazu. Zwei Aufgaben habe ich noch. Hier kommt die vorletzte. 458 plus 80 minus 28 minus 14. Sigi? Uschi? 496. 496, stimmt! Jetzt siehst du mich hier wieder völlig erstaunt. Ich frage mich immer, wie ihr das auf die Reihe kriegt. 1000 Mark für Sigi und Uschi dazu. 6650 Mark haben jetzt Uschi und Sigi. 2250 Mark Kitty und Tom. 3700 Mark Ruth und Tillmann. Letzte Aufgabe. 17 mal 4 plus 72 minus 58. Sigi. 90. 90? 82. Ja, selbst ein Bankkaufmann ist fehlbar. 500 Mark gehen jetzt an Kitty und Tom und 500 Mark an Ruth und Tillmann. Der Kontostand. Wer scheidet aus? 6650 Mark und auf dem ersten Platz Uschi und Sigi. 4200 Mark auf dem zweiten Platz. Ruth und Tillmann. Und mit 2750 Mark hat es Kitty und Tom erwischt. Ihr scheidet aus. Ihr könnt aber zu diesen fast 3000 Mark noch jede Menge Geld dazu gewinnen. Das gönnen wir euch alle. Wir gehen zusammen rüber zu unserer Plattform. Kommt ihr mit? Hier stehen sie wieder, liebe Zuschauer. Fünf Gewichte, tief versenkt in unserer Plattform mit unterschiedlichen Geldwerten. Ihr kennt sie, 1000, 2000, 4000, 10.000 Mark. Und eine saftige Niete ist leider auch noch dabei. Ich stelle euch gleich Fragen und antwortet ihr auf eine Frage richtig, dürft ihr euch ein Gewicht aussuchen. Ich mache euch jetzt mal vor, wie ihr es nicht tun solltet. Ja? Ihr müsst nämlich beim Rausziehen so nicht mit den Seiten wenden, an die Plattform kommt, denn sonst gilt euer Versuch nicht. Seid bereit? Toi, toi, toi. Komm, wir wechseln mal eben. Ich gehe runter, ihr geht rauf. Okay.
Schätzfragen. Erste Frage. Sehr viele hoffen jeden Samstag wieder auf den großen Gewinn. War die Anzahl der gespielten Scheine im deutschen Lotto- und Toto-Block 1996 höher oder niedriger als 500 Millionen? Frage verstanden? Höher. Ihr glaubt höher und da habt ihr recht, nämlich knapp 700 Millionen. Ja, jetzt steht ihr vor der großen Frage. Und tut mir den Gefallen und schnappt euch nicht die Niete. Bitte nicht. Eins? Eins wie 10.000? Ja, da bist du ganz nah dran. Okay. Ihr versucht's mit der Eins. Viel Glück. Ganz ruhig. Gut. Ab jetzt wird's gefährlich. Hoch! Prima! Da drin ist es. Da musst du ein bisschen fummeln. So. Was steht drauf? Ah ja, 4000. Schwierig. 4000 Mark. So, jetzt frage ich euch, das ist jetzt so ein bisschen Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wir haben jetzt noch den 1000er, den 2000er, den 10.000er und die Niete. Ihr könnt jetzt aussteigen oder ihr könnt weiterspielen. Wenn ihr aussteigt, habt ihr die 4000 Mark sicher. Was macht ihr? Den nehmen wir mit. Ja, das reicht uns. Nicht weiterspielen, das reicht uns? Das ist aber nett. Okay. Ist gut. Also zu den 4000 Mark, die kann ich eigentlich jetzt wegschmeißen, zu den 4000 Mark kommen eure 2750 Mark aus den anderen Spielrunden. Also nehmt ihr mit nach Hause 6750 Mark. Oh, echtes Geld. Ja? Ihr bekommt natürlich auch das Spiel für eure Kiddies, sehr schön. Und die Medaille ganz exklusiv nur für alle, die es geschafft haben, hier mitzumachen. Vielen Dank fürs Mitmachen und grüßt mir alle Flieger. Tschüss. Okay. Tschüss, ihr zwei. Ciao. Geh weiter zum nächsten Spiel. Verdammt hart und uns ist es mit viel Mühe gelungen, einen riesigen Eisberg in unserem Kühlhaus aufzubewahren. Und hier steht er. Und wir haben eine nette kleine Pinguinfamilie eingeladen. Ich kenne euch irgendwie gar nicht. Aber unsere Pinguinfamilie hat selbstverständlich Nachwuchs. Ganz viele süße kleine Kinderchen. Und was haben kleine Pinguinkinder? Hunger, Hunger, Hunger. Und deshalb müssen die Eltern ihre Kinder füttern. Wie das funktioniert, ist recht einfach. Wir haben 6 Fische und ihr müsst innerhalb von einer bestimmten Zeit, die ihr mir gleich bieten müsst, die Fische zu euren Kindern transportieren. Und wenn es euch in dieser Zeit gelingt, dem spielenden Paar, gewinnt ihr 2000 Mark. Das andere Paar, das da zuschaut, gewinnt eventuell 1000 Mark. Ja? Bevor wir bieten, möchte ich euch noch kurz sagen, wie euer Kontostand aussieht. Also, Uschi und Sigi, ihr habt 6650 Mark und Ruth und Tillmann 4200 Mark. Also für euch lohnt es jetzt vielleicht auf Risiko zu gehen. Und zwar bieten wir wie folgt. 2 Minuten Spielzeit für 6 Fische und wir bieten uns im 5-Sekunden-Takt runter. Also, Ruth und Tillmann, 1 Minute und 55 Sekunden. Seid ihr dabei? Klar. Ja, machen wir. Ihr seid dabei, gut. 1 Minute und 50 Sekunden. Uschi? Sigi? Ups. Entschuldigung. Kein Problem. 1,50 macht ihr, ja. Gut. 1,45. Klar. Machen wir. Sicher. Als Pinguin, Papa und Mama. 1,45 seid ihr dabei. 1,40. Sigi und Uschi. Mama? 6 Fische. Machen wir noch, machen ja. Wir noch. 1 Minute und 40 Sekunden. Jetzt wandern wir langsam auf 1 Minute und 35 Sekunden. Auch noch. Machen wir auch noch. Ja, gut. 1,35 ist für euch in Ordnung. Ist für euch 1,30 noch im grünen Bereich? Knapp. 1,5 Minuten, 6 Fische. 1,30 ist schwer, aber wir schaffen es noch. Ihr geht auf Risiko. Gut. 1 Minute und 25 Sekunden. 25. Machen wir. Machen wir. 1,25 und ihr seid dabei. Ich habe jetzt die Aufgabe, euch 1 Minute und 20 Sekunden anzubieten. Sigi und Uschi. Es ist schwer. Wir passen. Ihr passt? Ja. Gut, die zwei steigen aus. Ist in Ordnung. 1 Minute und 25 Sekunden habt ihr Zeit.
bleibt ruhig stehen. Die zwei müssen sich noch präparieren und außerdem müssen wir mal sehen, wie hungrig tatsächlich die kleinen Kinderchen da oben sind. Und ihr müsst euch noch ein bisschen warm machen. Wir sehen uns gleich wieder, liebe Zuschauer. Am Fuße der Alpen im milden Klima Italiens gedeiht sie, die Carmagnola-Minze. Und nur Tic Tac hat ihr einzigartiges Aroma, mild und voller Frische zugleich. Tic Tac. Deshalb ist Tic Tac so angenehm mild und erfrischt den Atem 2 Stunden lang. Tic Tac mit der Frische der Carmagnola-Minze. Wenn Sie vor lauter Arbeit nicht mehr klar sehen können, dann sollten Sie vielleicht die Sehen wechseln. Alltag raus, Österreich rein. Schach, matt. Schach, matt. Wenn es so weitergeht, gewinne ich. Im Allgemeinen ist die Lebenserwartung eines Haribo Goldbären eher kurz. Kaum ist er auf der Welt, ist er schon wieder weg. Haribo Mit ihrer neuen Single exklusiv in For You. Die Supergruppe Caught in the Act spricht offen über Frauen, Sex und Liebe. Super extra gewinnen Sie ein Traumwochenende mit den 4 Popstars. For You, die freche Zeitschrift für junge Frauen, jeden Mittwoch neu. Gestylt wie ein Fotomodell, For You verrät die Tricks. Single-Aktion, Traumboys suchen ihre große Liebe. Schicksal, Theresa in den Fängen einer Satansekte. For You, jede Woche aufregend neu. Jetzt überall im Zeitschriftenhandel. Ob ich auf eine ausgewogene Ernährung meiner Familie achte? Klar, bloß er isst kein Obst. Sie ist ständig auf Diät. Er hat nie Zeit. Und sie verträgt nicht alles. Deshalb gibt es aus ihrer Apotheke Eunova mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen von A bis Zink. Jeden Tag Eunova. Jeden Tag Eunova geschützt. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Bei Katja und Anna ist alles gleich, bis auf die Zahncreme. Beide putzen sich täglich die Zähne. Erst bei näherem Hinsehen erkennt man, Katja hat Verfärbungen. Anna hat die neue Odol Med 3 Sandweiß. Die gibt ihren Zähnen sanft ihr natürliches Weiß zurück. Voll bepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Hinein ins Weekend-Feeling. Mit Sorten Sahne, Joghurt, Sahne, Frucht, die frisch und dann. Hinein ins Weekend-Feeling. Lass dich mal gehen, schalt einfach ab, erleb den sahnigen Geschmack. Mit Zott ins Weekend-Feeling. Zott Sahne-Joghurt. Sahnig, fruchtig, frisch. Yin Yang. Ferne Länder. Exotische Blüten. Das Geheimnis der Harmonie. Airfresh Yin Yang. Der neue Raumduft für Ihr Zuhause. Airfresh Yin Yang. Die Faszination exotischer Düfte. Mein allerbester Freund und ich, wir sind schon so gespannt. Jetzt geht die Reise wieder los ins Lach-Indianerland. Der Häuptling heißt Bananenkrumm, sein Sohn heißt Kirschenmund. Die tanzen und die lachen viel und Lachen ist gesund. Na, was passiert denn hier? Gar nichts. Na dann? Bleichgesicht. Mit Lachgummi, da haben wir riesen Spaß. Nimm 2, Vitamine und Naschen. Anna nimmt Odol Med 3 Samtweiß, auch wegen der Dreifachprophylaxe. Gegen Karies, Parodontose und Zahnsteinneubildung in einer Zahncreme. Die Dreifachprophylaxe für natürlich weiße Zähne. Odol Med 3 Samtweiß. Was wird in Deutschlands Büros immer mehr gegessen? Ja, ist Mittagspause. Ich habe mir gerade die Milchschnitte gekauft. Und wieso? Nun, die esse ich gerne mal zwischendurch bei der Arbeit. Warum gerade bei der Arbeit? Als Bankkaufmann sitzt man eben sehr viel vom Computer. Ja. Und wenn man viel sitzt, dann möchte man sich nicht schwer ernähren, um nicht träge zu werden. Da kommt mir die Milchschnitte gerade recht. Milchschnitte aus Weizenmehl, Butter, Zucker, Honig und der Hauptzutat frische Vollmilch. Die schmeckt leicht, ja, milchig sogar. Schmeckt einfach lecker. Milchschnitte, die kleine Milchmahlzeit mit der Hauptzutat frische Vollmilch. Von Duschdas gibt es jetzt eine ganz neue Art der Duschpflege mit natürlichen Wirkstoffen. Das neue Duschdas Naturell, ohne Konservierungsstoffe. Diese neue Duschgel-Serie wurde auf Basis natürlicher Pflegestoffe wie Milch und Honig, Aloe Vera oder Weizenkeim entwickelt. Für Ihre Haut eine wunderbare Erfahrung. Und für mich? Eine ernstzunehmende Konkurrenz. Das neue Duschdas Naturell. Natürlich gepflegt.
Dass ich die von Vielmann habe, werden Sie sich denken können, ist doch normal. Aber jetzt kommt's. Was glauben Sie, wo ich durchsehe? Klarlux-Gläser aus dem Hause Zeiss. Zum Nulltarif einfach auf Rezept. Ist auch normal. Jedenfalls bei Vielmann. Brille Vielmann. Schließlich hat man nur zwei Augen. Bei hartnäckigem Fettschmutz können Sie so manche Glasreiniger aus dem Fenster werfen. Oder Sie nehmen gleich das beste Sidolin aller Zeiten. Neu mit extra Kraftschaum. Wirkt extra stark. Haftet entschieden länger und packt so den Schmutz richtig an. Alles streifenfrei sauber. Alles klar mit Sidolin. Neu bei Schlecker, das Top-CD-Angebot mit Claudia Jung, Tina Turner, Wolfgang Petri, Tom Astor, The Beach Boys, Hot Chocolate, Captain Jack und viele andere. Preisberühmt bei Schlecker, überall in ihrer Nähe. Schleckermärkte für ihre Drogerieartikel. Der Morgen kann so beginnen. Oder so. Der neue Nivea for Men Aftershave Balsam pflegt jetzt noch mehr. Viel wertvolle Feuchtigkeit macht Ihre Haut spürbar geschmeidiger. Nivea for Men Aftershave Balsam. So viel Pflege braucht der Mann. Das Spiel des Jahres im Westfalenstadion live. Borussia Dortmund gegen den englischen Meister Manchester United. Zieht die Borussia als erste deutsche Mannschaft ins Finale der Champions League ein? Und im Anschluss das zweite Topspiel Amsterdam gegen Turin. Die UEFA Champions League. Mittwoch 20.15 Uhr nur bei RTL. Schwimmen kann gefährlich werden. Los, raus aus dem Wasser! Biest am 27. und 28. April bei RTL. Unser Pinguin-Elternpaar, liebe Zuschauer, Ruth und Tillmann haben sich fest vorgenommen, die hungrigen Mäuler ihrer kleinen Pinguin-Babys zu stopfen. 6 Fische in 1 Minute und 25 Sekunden sind angesagt. 2000 Mark stehen für euch auf dem Spiel. Ihr seid bereit? Okay, die Zeit läuft! Die zwei haben die 2000 Mark bitter nötig. Uschi und Sigi stehen hier ganz relaxed. Es sind ja nicht mehr Ihre Kinder, die Sie füttern müssen. Okay, Tillmann, gut gemacht. Zwei Fische sind bereits oben. Hey, helfen, helfen, helfen. Okay, komm. Lauf weiter. Lauf weiter, Ruth. Einmal ist Ruth gestürzt, drei Fische sind oben und noch 44 Sekunden. Oh, das wird knapp. 4 Fische sind verfüttert. Schnell hoch mit denen. 33 Sekunden noch. 5 Fische. Lauf, 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 lauf. Ein Fisch noch, ein Fisch noch. Okay. 22 Sekunden. Ruth, schaffst du es noch? Oh, da ist aber einer fertig. Ja, die zwei sind gut. 2000 Mark. Ein Pinguin-Küsschen. Huch, irgendwie hast du geschwitzt, sehe ich gerade auf meiner Hand. So, also 2000 Mark für euch. Für euch gibt es kein Geld, aber dafür musstet ihr auch nichts tun. Und den Kontostand verrät uns Andreas. Ja, liebe Ulla, Ruth und Tillmann haben hier offensichtlich nicht im Trüben gefischt und im Wettlauf nehmen sie es mit Sicherheit mit jedem hungrigen Eisbär auf. Wir schauen uns den Kontostand an. Es bleibt für die beiden beim zweiten Platz, aber dennoch weit nach vorne katapultiert. Neuer Kontostand, 6.200 Mark. Für Uschi und Sigi heißt es immer noch vorne, aber der Widerstand, der Abstand hat sich verkleinert. Ihr Kontostand, 6.650 Mark. Ja. Und bei diesem Kontostand, liebe Zuschauer, verspricht unser Spiel an der Videowand ein ganz spannendes zu werden, denn der Unterschied ist ja nur denkbar gering. Das Spiel an der Videowand ist deshalb so entscheidend, weil ein Paar gleich ausscheiden muss. Es muss gehen und darf nicht um die 100.000 Mark spielen, aber das andere kann dann zuschlagen. Das Spiel funktioniert wie folgt. Ich habe hier 16 Fragen auf meinen Karten. Antwortet ihr auf eine Frage richtig, bekommt ihr sofort 500 Mark. Antwortet ihr falsch, gehen 250 Mark an die Gegner.
Wenn ihr mir eine Antwort gebt, seht ihr den Anfangsbuchstaben eurer Antwort hier auf unserer Videowand. Und nach ergeben sich immer mehr Buchstaben. Aus diesem Buchstabensalat sollt ihr mir ein Lösungswort bilden. Ihr habt einmal die Chance, dieses Lösungswort zu nennen und kassiert eine Prämie von 2500 Mark. Ihr dürft allerdings nur dieses eine Mal einen Tipp abgeben, wenn ihr vorher eine Frage richtig beantwortet habt. Sozusagen als Türöffner. Okay, ihr seid bereit? Konzentriert euch. Hier ist meine erste Frage. In welcher amerikanischen Stadt steht das berühmte Guggenheim-Museum? Zeit ist vorbei. Kennt ihr nicht? Das Guggenheim-Museum steht in New York. Es gibt kein Geld und wir sehen ein N für New York. Nächste Frage. Auf welcher Inselgruppe im Pazifik haben sich urzeitliche Echsen und Riesenschildkröten bis heute erhalten? Was wisst ihr? Oh, wieder schweigen im Walde die Galapagos-Inseln. Ganz berühmt. Jetzt wisst ihr's. Kein Geld und wir sehen ein G. Denkt daran, dass ihr zum Geldverdienen hier seid. Ihr dürft das behalten, was auf eurem Konto ist. Nächste Frage. Unter welchen Begriff fallen Popgruppen wie zum Beispiel Take That und Caught in the Act? Tillmann. Boygroups. Boygroups ist richtig. Endlich. Oh, ich dachte schon, das gibt nichts mehr heute. 500 Mark für Ruth und Tillmann und wir sehen ein B. Nächste Frage. Für welchen amerikanischen Pop-Art-Künstler sind vielfach vergrößerte Comics ein Markenzeichen? Tillmann, Ruth? Lichtenstein. Lichtenstein stimmt. Ja! Roy Lichtenstein, du hast es so schüchtern gesagt, aber du hast es richtig gesagt. Also 500 Mark für euch und wir sehen ein L. Lichtenstein. Nächste Frage. Wie heißt in der griechischen Mythologie die Göttin der Liebe? Tillmann? Ach du Liebezeit. Griechische. Aphrodite. Aphrodite stimmt. Yes. Gut. Holla, das war knapp. 500 Mark für Tillmann und Ruth und wir sehen ein A. Nächste Frage. Welches Auswahlverfahren entscheidet über die Vergabe von Studienplätzen an den Hochschulen? Tillmann? Die ZVS. Welches Auswahlverfahren? Das ist leider falsch. Der Numerus Clausus. Das ist die richtige Antwort. 250 Mark gehen an Uschi und Sigi und wir sehen ein N. Nächste Frage. Wer steigerte seine Verkaufszahlen durch die Musik zu den Boxkämpfen von Henry Maske? Wer schreibt da die Musik für? Kennt ihr? Gleich kommt wieder ein Vangelis. Kennt ihr? Hm? Also kein Geld und wir sehen ein V. Nächste Frage. Welches Gebirge bildet die geografische Grenze zwischen Europa und Asien? Sigi? Die Hohe Tatra. Bitte? Die Hohe Tatra. Die Hohe Tatra ist nicht richtig. Ural ist die richtige Antwort. 250 Mark gehen dafür an Ruth und Tillmann und wir sehen ein U. Nächste Frage. Welcher deutsche Schauspieler aus dem Film Der bewegte Mann produzierte selbst seinen ersten Film? Ruth und Tillmann? Till Schweiger. Till Schweiger ist richtig. Gut. 500 Mark für Ruth und Tillmann und wir sehen ein S. Nächste Frage. Welchen Namen hat die vom Glöckner von Notre Dame angebetete Schöne? Sigi? Esmeralda. Esmeralda stimmt. Gut. 500 Mark für Sigi und Uschi und wir sehen ein E. Keiner will lösen? Nächste Frage. In welchem Land glaubte sich Kolumbus, als er Amerika entdeckte? Tillmann. Indien. Indien stimmt. Gut. 500 Mark für euch und wir sehen ein I. Was könnte das für ein Wort sein? 8.950 Mark haben Ruth und Tillmann, 7.400 Mark Uschi und Sigi. Nächste Frage. Wie heißt die jetzige Frau von David Bowie? Tillmann. Iman. Iman stimmt. 500 Mark.
Und wir sehen ein I. Ja, wir wollen lösen. Ihr wollt lösen? Gut. Ich sag nochmal die Regeln. Wenn ihr mir jetzt das richtige Lösungswort sagt, bekommt ihr erstens 2500 Mark und zweitens stehen dann Ruth und Tillmann im Finale. Wenn ihr das Falsche sagt, dann dürft ihr keinen Tipp mehr abgeben und wir spielen weiter, denn Sigi und Uschi haben natürlich auch noch die Chance, aber nur, wenn ihr das Falsche sagt. Der entscheidende Moment ist gekommen. Was ist das Lösungswort? Bundesliga-Verein. Bundesliga-Verein, mal gucken. Das stimmt! Ja! Den Applaus habt ihr euch verdient. Also, ihr zwei seid ausgeschieden, aber ihr zwei spielt erstmal gleich. Ihr müsst noch jede Menge Power sammeln bis dahin. Und solange ihr das tut, spielt ihr zwei um ein wunderschönes Auto. Und welches Traumgefährt wir diesmal in der 100.000-Mark-Show haben, verrät uns Andreas. Willkommen zur 100.000-Mark-Autoshow. Car wie Klasse heißt es beim Ford Car, denn er ist innen fast größer als außen und hat viele gute Ideen serienmäßig. Ein kleiner, der alles genauso gut kann wie die Großen, nur eben frecher. Wer mehr Platz als im Mondeo-Turnier braucht, muss Omnibus fahren. Der elegante Kombi bietet nicht nur Raum für Kind und Kegel. Klimaanlage und schicke Alufelgen sorgen für den sportlich eleganten Auftritt. Schön praktisch und praktisch schön. Der Mondeo-Turnier. Bleibt nur noch die Frage, welcher springt an? Ja, eins dieser beiden Autos kann heute gewonnen werden. Vielen Dank, Linda. Vielen Dank, Marcia. Tja, das Blöde ist nun, dass ich hier so Fragen habe und die muss ich euch stellen. Drei Stück. Und wenn ihr mir eine richtige Antwort auf eine Frage gibt, dann fällt einer dieser vier Schlüssel in unseren gefräßigen Müllschlucker. Das ist schön, denn dann wisst ihr, dass es ein falscher war. Ja? Außerdem haben wir hier zwei Autos. Wenn ihr mir alle drei Fragen richtig beantwortet, dann wäre das ganz wunderbar, denn dann hättet ihr nur noch die Wahl zwischen dem oder dem. Also eine 50-prozentige Chance. Toi, toi, toi. Alle drücken hier die Daumen. Hier ist meine erste Frage. Die Titanic galt seinerzeit als das größte Schiff der Welt. Lag ihr Gewicht höher oder niedriger als 35.000 Bruttoregistertonnen? Höher. Nee. Ihr sagt höher. Das ist richtig, nämlich 46.329 Bruttoregistertonnen. Sehr schön. Dann schauen wir doch direkt mal nach, welcher Schlüssel im Nichts landet. Schwupps, ist auch ganz schön dreckig da drin. Könnt ihr mal putzen. Ja, gut. Nächste Frage. Wie oft, alles was wir schon mal wissen wollten, ja? Wie oft haben Pinguine Sex im Jahr? Öfter oder seltener als viermal? Wir sagen öfter. Da seid ihr von euch ausgegangen, aber das stimmt nicht. Denn Pinguine haben nur einmal im Jahr Sex, die armen Teufel. Doch, ja. Das heißt, Schlüsselchen fällt nicht runter. Alles wegen der blöden Pinguine. Gut, eine Frage habe ich noch. Die letzte. Vatikanstadt ist ein eigenständiger europäischer Staat. Hat er mehr oder weniger als 1000 Einwohner? Mehr. Nicht. Nein. Weniger. Vatikanstadt hat nur plumpe 749 Einwohner. Ah, schade. Das ist ganz schwer. Drei Schlüssel. Einer ist sowieso nur richtig. Und dann müsst ihr auch noch zwischen zwei Autos entscheiden. Nicht einfach. Also, eins, zwei oder vier. Was spricht dich an? Vier? Uschi, was glaubst du? Ich sag die vier. Und was sagst du, Sigi? Ich würde eins nehmen. Okay. Kinder, also, was jetzt nehmen sagst. Vier. Kinder. Und Sigi meint? Nehmen wir die vier, okay. Gut. Also okay. Ihr entscheidet euch für die vier. Ja. Ja? Risiko. Du bist damit einverstanden, Sigi? Ja. Okay. Dann nehmen wir Schlüssel Nummer vier. Und dann müsst ihr euch jetzt ein Auto aussuchen. Welches nehmt ihr? Erst aussuchen. Ja. Den Car nehmen wir.
Also ihr entscheidet euch für den K. Wer fährt? Ich fahr. Sigi fährt, okay. Uschi guckt. Gut. Bitte nimm Platz. Toi, toi, toi. Sigi, steck den Schlüssel ins Schloss. Gut. Toi, toi, toi. Und dreh ihn bitte jetzt. Nee. Da tut sich nichts. Es tut sich nichts. Oh, schade. Wir alle hätten euch dieses Auto gegönnt. Ah, guck mal hier. Oh, das war ein schöner Trostapplaus. Darf ich gerade in die Mitte? Ja? Wir wollen aber doch mal schauen, wenn ihr schon kein Auto gewonnen habt, wie viel Geld ihr denn mit nach Hause nehmt. Ihr seid ja kurz vorm Finale ausgeschieden und das hat die satte Summe von 7.400 Mark gebracht. Ja? Das ist doch gut. So, ich mache mal halbe, wie immer. Hier ist euer Spiel und hier ist unsere Medaille. Ihr wart ein tolles Paar und das beweist euch jetzt der tolle Applaus. Vielen Dank fürs Mitmachen. Tschüss. Liebe Zuschauer, ich habe gerade ein Kärtchen gesehen und da stand drauf, Schlüssel Nummer 1 war der richtige Schlüssel. Und Sigi hat gesagt, Schlüssel Nummer 1. Doch, doch. Und Uschi hat sich durchgesetzt. Und sie hatten auch noch das richtige Auto. Das ist übel. Moment, jetzt muss ich erst meinen alten Schlüssel raustun. So. Ja, haben wir den Beweis. Tja, schade. Es wäre schön gewesen, für die Familie so einen kleinen Stadtblitzer zu haben, aber es hat nicht geklappt. Konzentrieren wir uns jetzt auf das Nächste, was kommt. Ruth und Tillmann haben jetzt ihre Kräfte noch ein bisschen zusammengenommen, haben einen Vitaminsaft getrunken und hoffentlich nützt es ihnen bei unserem anstrengenden, aber spektakulären und tollen Finale der 100.000-Mark-Show. Bis gleich. Liebe Zuschauer, wir haben ein kleines monumentales Bauwerk errichtet, haben eine kleine Anleihe am Notre Dame gemacht und das ist das Ergebnis. Eine wunderschöne Kirche, sehr, sehr alt. Und was passiert mit solchen Kirchen bzw. den Kirchenglocken? Eines Tages müssen sie renoviert werden. Und ihr zwei habt, hübsche Mützchen, ja, die ehrenvolle Aufgabe, die renovierten Glocken wieder in ihren Glockenturm zu befördern. Wir haben 5 Glocken da oben und dann schnappt ihr euch eine zusammen. Ihr werdet die Glocke hier unten hinbringen und befestigt sie mit einem Karabiner. Anschließend rennt einer von euch die Treppen nach oben und dort trifft er dann auf unser Helferlein. Das ist niemand geringerer als der Original-Glöckner von Notre Dame. Das schafft er noch so gerade, denn er wird dafür zuständig sein, euch oben zu befestigen. Anschließend lasst ihr euch hier an diesen Feuerwehrrutschen runter, befestigt die Glocke und durch euer Gewicht wird die Glocke nach oben gezogen. 5 Glocken und ihr habt 4 Minuten Zeit. 2 falsche Zylinder stehen auf dem Spiel. Es geht ja darum, möglichst viele falsche wegzuspielen. Und bitte denkt daran, je schneller ihr seid, desto besser. Denn jede Sekunde, die ihr schneller seid, schreiben wir dem Zeitkonto für euer nächstes Spiel gut. Ihr seid bereit? Das ist euer großes Finale. 100.000 Mark stehen auf dem Spiel. Auch wenn ihr kaputt seid, gebt alles, okay? Das Finale um die 100.000 Mark startet jetzt! Bei der ersten Glocke gibt es noch keine Probleme. Im Moment legen Sie schon ein super Tempo vor. Okay, Tillmann. Hauptsache, die Treppe überlebt seine Schnelligkeit. Ist wieder schnell befestigt. Okay, einmal runtergerutscht. Die erste Glocke hängt.
sehr guter Durchschnitt. Wenn Sie so weitermachen, müssten Sie schaffen und noch ein paar Sekunden übrig haben. Ja. Alles klar, oder? Der Weg wird immer schwerer. Je mehr Glocken Sie holen. Ruth, komm, schneller, schneller. Hopp, 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 hopp. Komm, Ruth, Power. Die zweite Glocke. Schritte, mach schon. 2 Minuten und 47 Sekunden und noch 3 Glocken. Komm, schaffst du, schaffst du. Wenn Sie das Tempo nur durchhalten ja, weiter, können. Power. Vorsicht auf der Treppe. Links hier. Okay. Thema läuft. Gut, lauf hoch. Kannst du noch? Komm. Und noch 2 Glocken sind zu schaffen. Aber was tut man nicht alles? Für 100.000 Mark, los! Okay, hoch. Gut, Ruth, du machst das klasse. Prima. Go. Komm, Ruth. Noch eine einzige Glocke, 1 Minute und 44 Sekunden. Tilman, ihr seid super. Weiter. Top in der Zeit. Noch eine. Ist egal, eine. Die allerletzte, 1 Minute und 23 Sekunden. Und noch eine, komm, Paul. Es geht darum, schneller zu sein als die 4 Minuten. Selbst der Glöckner da oben fiebert mit. Okay, einmal noch, komm. Ihr habt es gleich geschafft. Komm. Hey, stopp! Perfekt! Hey! Tilman kommt wirklich. Uiuiui, nicht mehr aus dem Schwitzen raus. Also, ihr habt so fantastisch gespielt, auch mit Hilfe des Publikums. Ihr habt es toll gemacht. 20% Leistungssteigerung, eure Fans waren auf eurer Seite und es hat sich gelohnt. Erstens, alle Glocken hängen, der Glöckner ist glücklich, ist es so? Ja, da schaut das eine Auge besonders happy, gut. Und 2 falsche Zylinder sind weg. Das habt ihr wunderbar gemacht. Und das Tollste kommt jetzt. Ihr wisst, dass ihr Sekunden auf euer Zeitkonto gut geschrieben bekommt und es sind 55 Sekunden. Super! Klasse! Ja? Okay, wir halten uns gar nicht lange auf, liebe Zuschauer. Sie wissen, was wartet, der heiße Draht. Kommt mit. Die Helme könnt ihr einfach an die Seite legen. Tja, hier ist unser Finalpaar, liebe Zuschauer. Und es wartet darauf, den heißen Draht zu besiegen. Unser Hightech-Monument hier. Es ist schon eine schwierige Geschichte, in 1 Minute Spielzeit, die wir als Grundspielzeit angesetzt haben, diesen heißen Draht zu umkurven. Schafft ihr ihn in dieser Zeit bis zur Hälfte, also bis zu diesem Ruhepunkt, fällt 1 falscher Zylinder weg. Aber es steigert sich noch. Schafft ihr den heißen Draht in 1 Minute komplett zu umrunden zusammen, dann fallen 3 falsche Zylinder weg. Aber ihr habt ja noch ein paar Sekunden gut. Was heißt ein paar? Das ist eigentlich eine ganze Menge. Nämlich 55. Das heißt, für die Umrundung des heißen Drahtes stehen euch 1 Minute und 55 Sekunden zur Verfügung. Das ist eigentlich viel. Kann aber auch wenig sein, je nachdem, wie ihr euch zusammenpuzzelt. Ihr seid bereit? Ja. Ja? Viel Glück. Geh du bitte schon mal zu deinem Joystick und du darfst dich hier auf die Liege legen. So. Marc sorgt dafür, dass du gut befestigt wirst. Und jetzt, liebe Zuschauer, zeige ich Ihnen noch einmal, wie das funktioniert. Denn hier ist die Schlaufe und da ist der Draht. Und wehe, Ruth kommt mit dieser Schlaufe an den Draht, denn dann muss sie zum letzten Ruhepunkt zurück. Nimm es bitte. So.
Bist du bereit? Ja. Eine Minute und 55 Sekunden, die Zeit läuft. Hoch, 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 hoch. Stopp! Links! Stopp! Hoch, 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 hoch! Stopp! Links! Links, 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 links! Stopp! Warte, warte, warte! Runter, 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 runter! Stopp! Stopp! Links! Links, links, links! Stopp! Warte! Runter, runter, runter! Runter, runter! Stopp! Rechts! Rechts, rechts, rechts! Stopp! Runter! Stopp! Links! 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 Stopp! Warte! Okay. Ein Zylinder fällt. Okay, hoch! Hoch! Stopp! Links! Links, 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 links! Stopp! Warte, warte, mach ich selber. Runter, runter, runter. Stopp! Links, links. Stopp. 41. Hoch, 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 hoch. Stopp! Stopp! Links, links. Stopp! Runter, 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 runter. Zylinder sind weg. Ich mache schon drei falsche Zylinder. Also, drei falsche Zylinder sind weg. Und ihr hattet noch 14 Sekunden übrig. Ihr hättet noch einen Kaffee trinken können unterwegs. Ja, klar. Also, ihr habt sehr konzentriert zusammengearbeitet und wir haben jetzt Ruth mal ganz energisch erlebt. Ja? Drop! Das war nicht schlecht. Aber es hat sich gelohnt. Und wenn ihr weiter so spielt, seid ihr den 100.000 Mark wirklich so nah. Ihr habt bisher alles perfekt gemacht. Und jetzt beweist uns, dass ihr auch noch da stark seid, wo es wenig, wenig Luft gibt, an der Wassersäule. So, liebe Zuschauer, bisher ist der Abend ja äußerst erfolgreich verlaufen. Bevor wir unser letztes Spiel spielen, möchten wir sehen, welche Zylinder bisher runterfallen können. Also, der Glöckner von Notre Dame hat euch Glück gebracht. Und zwei Zylinder fallen weg. Welche sind das? Die Nummer 5 und die Nummer 7. Die beiden waren falsch. Beim heißen Draht habt ihr Nervenstärke und Teamarbeit bewiesen. Das wird belohnt mit drei Zylindern. Und jetzt bin ich neugierig. Die Nummer 1, die Nummer 4 und die Nummer 10. Optimal. 5 Zylinder stehen hier noch. Ihr könnt 4 Zylinder bei meinem letzten Spiel wegspielen. Wenn ihr das schafft, bleibt nur noch ein einziger übrig und ihr seid um 100.000 Mark reicher. Ich habe 12 Fragen. Ich stelle dir die Fragen so lange, Tillmann, wie es die liebe Ruth in unserer Wassersäule aushalten kann, ohne Luft zu nehmen. Wir geben einmal ein Timeout. 20 Sekunden lang hast du Zeit, dich noch einmal zu erholen und dann geht's weiter. Und wenn du mir 3 richtige Antworten gibst, fällt ein Zylinder. Also maximal 4 bei 12 Fragen. Ihr seid bereit? Ja? Dann geh mal hoch. Das Wasser wartet. Ich glaube, eine kleine Abkühlung tut dir jetzt auch gut. Ja, ein kleiner Ermutigungsapplaus ist nicht schlecht. Denn nach so einer Anstrengung noch mal Luft zu holen, ist schon hart. Also, bitte setz den Kopfhörer auf, Tillmann. Ja, einmal akklimatisieren. Ruth? So. Du bist bereit? Ja? Ruth, runter. Welche Sprache aus Star Trek hat ein eigenes Wörterbuch? Weiter. Wer war Henry Maskes Gegner in seinem Abschiedskampf? Hill. Richtig. Auf welcher Insel lebt Jim Knopf? Eine Insel mit zwei Bergen. Ja. Keine, weiter.
Welches Fürstenhaus feiert in diesem Jahr 700-jähriges Bestehen? Die Grimaldis. Richtig. Wie heißt die Spur im Skilanglauf? Loipe. Richtig. In Richtung welcher Stadt verneigen sich Moslems? Mekka. Richtig. Wie heißt die Gefängnisinsel vor San Francisco? Stopp. 20 Sekunden. Du hast die Frage noch im Kopf? Mhm. Gut. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Runter. Alcatraz. Richtig. Wer begründete die Psychoanalyse? Freud. Richtig. Wie heißen die Einwohner der Arktis? Eskimos. Richtig. Welches kleine Insekt gab bestimmten Märkten den Namen? Floh. Richtig. Wie heißt der neue UN-Generalsekretär? Boutros Ghali. Falsch. Wie heißt der Schutzpatron der Reisenden? Der Schutzpatron. Heiliger Antonius, keine Ahnung. Falsch. Welche Sprache aus Star Trek hat ein eigenes Wörterbuch? Weiß ich nicht. Auf welcher Insel lebt Jim Knopf? Weiter. Wie heißt der neue UN-Generalsekretär? Wie heißt der Schutzpatron der Reisenden? Ich weiß es nicht. Weiter. Ah, Mist! Christophorus! Und der UN-Generalsekretär heißt Kofi Annan. Oh ja. Gerade, ja? Ganz frisch im Amt. Also, kommst du bitte runter, Ruth? Ruth hat es eine Minute und 5 Sekunden unter Wasser ausgehalten. Sehr gut gemacht. So, kriegen wir auch noch eine kleine Dusche ab. Das ist hart da unten, mit dem Wasserdruck auch, ne? Sag nichts, hol Luft. Okay, also, schauen wir mal nach. Du hast uns 2 Zylinder weggespielt, also 8 Fragen richtig beantwortet. Du weißt, pro 3 richtige Antworten eine einzige Frage mehr und es wären 3 Zylinder gewesen. Auf diese Art und Weise sind es 2 und die schauen wir uns jetzt an. Welche fallen weg? Nummer 6 und Nummer 2. Ihr habt keine allzu große Auswahl. 3 Zylinder stehen noch, das ist ganz gut. 33% auf 100.000 Mark. Die Nummer 3, die Nummer 8 und die Nummer 9. Für einen müsst ihr euch entscheiden. Der steht da so alleine, Ruth. Welcher? Der da. Ach so. Der steht mir zu alleine. Ja. Also, Ruth. Ich würde 9 sagen. 9? Was sagst du? Was sagst du? Bist du 3? Ja. Ich habe irgendwie... Sieht alle so schön aus. Also, ich würde... Ist alles so schön bunt hier. Ja, ist so schön bunt. Die 9? Nehmen wir die 9. Ich glaube, es hat noch niemand die 9 genommen. Gut, ihr nehmt die 9. Die Sache ist entschieden. Darf ich dich bitten? Oh wei, oh wei. Das Stückchen Plastik raus. Oh wei, oh wei. Ja, der Tillmann weiß schon, worum es jetzt geht. So ist es nicht. Also, liebe Zuschauer, Sie haben es mitbekommen. Die Wahl lautet Zylinder Nummer 9. Die beiden haben so hart gekämpft und es wäre verdammt schade, wenn es der falsche wäre. Aber ob dieser Zylinder 100.000 Mark wert ist oder nicht, erfahren Sie in wenigen Augenblicken. Bis gleich. Kann ich mal fahren? Noch nicht. Tolle Gegend. Schade, dass du auf die Straße achten musst. Das macht nichts. Soll ich einparken? Kein Problem. Liest du die Karte und ich fahre. Du liest die Karte und ich fahre. Am meisten liebe ich dich rechts neben mir. Vergiss es. Der neue Opel Sintra. Ihn fahren heißt ihn lieben. Wenn Sie die Chance bekommen. Opel, wir haben verstanden. Das wahre Karibikgefühl genießen Sie mit Rittersport Rum. Der Knusperpraline mit echtem Jamaika-Rum. So muss Schokolade sein. Rittersport Rum, karibisch gut. Mit der Zeit verliert die Haut Festigkeit und Elastizität. Aber Sie können sie so straff halten. Neue, hautstraffende Körperlotion verbessert die Festigkeit der Haut. Mit Liposomen und Distelöl. Neue, hautstraffende Körperlotion von Nivea Body. Im Auftrag ewiger Jugend und Glückseligkeit kämpft Kinderüberraschung gegen den Ernst des Lebens. Captain, trauriger Planet voraus. Eieiei, dort geht es aber ernst zu. Beam mich mal runter. Kennt ihr das? Das ist Spannung, Spiel und Schokolade.
alles in einem. Der Ernst verschwindet. Na dann, voller Spieltrieb voraus. Und wieder ist Kinderüberraschung unterwegs im Auftrag ewiger Jugend und Glückseligkeit. Neu, Kleenex Servo Softline Toilettenpapier. All die kleinen Polster sind super saugfähig, spürbar weich und sehr reißfest. Neu, Kleenex Servo Softline Toilettenpapier. Kleenex, spürbar besser. Hey! Ist nur Schnee. Schmilzt doch schnell weg. Aus unserer guten Alpenmilch. Die Milka schmilzt auch schnell weg. Milka, die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Damit Ihr Wunsch vom Traumhaus kein Kindertraum bleibt, gibt es das Superlos der Aktion Sorgenkind-Lotterie. Jede Woche ein Traumhaus im Wert von 1 Million zu gewinnen. Lose gibt's bei Postbank und Sparkasse. Die Augen offen halten, das kennen ja meine alte Devise, Lehmann. Lohmann. Eben, Lehmann, wo eine Chance lauert, da muss man, zack, der Erste sein. Also, nur weiter so, Lehmann. Ich sehe Sie schon in so einem schicken Wagen mit Klimaanlage. Ich mich auch. Der Opel Astra Cool hat jetzt Klimaanlage serienmäßig. Und das schon ab 27.730 Mark. Opel, wir haben verstanden. Cooler Nachtisch! Nachtisch? Nachtisch, ja! Yeah. Der kleine Milchnachtisch! Nachtisch um diese Zeit? Klar, das ist doch Kinderpinguin! Der Nachtisch, den man immer essen kann! Mit viel frischer Milch, geschlagen zu leckerer Creme, in einer knackigen Schokohülle. Echt erste Sahne! Stimmt. Das knackt so toll! Hast du für mich auch noch einen Nachtisch? Wie? Um diese Zeit? Kinderpinguin, der kleine Milchnachtisch. Den kann man immer essen! Mami. Heute gibt es hohes C, Majestät, mit viel Vitamin C. Und das ist gesund. Hi. Vitamin C. Ohne Zusatz von Zucker. 100% Fruchtgehalt. Hohes C für alle. Viel natürliches Vitamin C. Hohes C, so wichtig wie das tägliche Brot. Der Volltreffer beim Bausparen. BHW Dispo Plus. BHW, der Baufinanzierer. Guten Morgen, Messmer. Guten Morgen, Messmer. Du bist voller Sonne, voll Wärme, voll Licht. Du zauberst ein Lächeln auf unser Gesicht. Guten Morgen, Messmer. Lässt Menschen einander besser verstehen und wiege ein kleines Stück. Miteinander gehen, oh, gibt jeden Tag Gründe, um sich zu freuen und das schöne Gefühl, zu Hause zu sein. Messmer Klassik. Wie der Tee, so der Tag. Copacabana, komm lass uns leben. Copacabana, Copacabana, so leicht kann das sein. Copacabana, komm lass uns fröhlich sein. Copacabana, Copacabana, so leicht kann das sein. Copacabana schmeckt leicht, luftig, zart nach Vanille und knusprigem Kokos. Die müssen Sie probieren. Copacabana, so leicht kann fröhlich sein. Tja, hier ist gestern Nacht eine kleine Feier gespielt. Erleben Sie die Grenzen guten Geschmacks. Flodder, eine Familie zum Knutschen. Sonntag 20.15 Uhr bei RTL. Etwas ist dort unten und einer muss es stoppen. Tauchen hat mir noch nie Probleme gemacht.
Wir könnten beide da draußen getötet werden. Du hast keine Wahl. Sie denkt, sie hat alles gesehen, doch darauf hat sie niemand vorbereitet. Oh mein Gott. Beast, Schrecken der Tiefe, am 27. und 28. April bei RTL. Vielleicht können Sie sich vorstellen, liebe Zuschauer, wie es diesen beiden Menschen hier geht. Sie haben anderthalb Stunden lang gekämpft, alles gegeben, um 100.000 Mark zu gewinnen und natürlich auch um Spaß zu haben. Aber jetzt wird aus Spaß ernst, denn es geht tatsächlich um dieses Wahnsinnsgeld. Wir drücken euch alle die Daumen. Zylinder Nummer 9 habt ihr ausgesucht. Ihr wollt die Wahrheit wissen? Dann gehen wir zum Tresor. So, wunderbar. Darf ich dich ein bisschen so? Also, Rot, es ist soweit. Du liest vor und Tillmann tippt. Wie lautet die erste Ziffer? 9. Wie lautet die zweite? 5. Die dritte? 1. Wie lautet die vierte? 4. Die fünfte? 2. Die sechste Ziffer aktiviert den Zeitmechanismus in unserem Tresor. Sie sorgt dafür, dass die Tür sich öffnet oder verschlossen bleibt. Der Augenblick ist gekommen. 100.000 Mark. Ja oder nein? Wie lautet die letzte Ziffer? 6. Alle drücken euch die Daumen. Die Zeituhr ist aktiviert. Der von Ihnen eingegebene Code ist... Komm, sag's. Richtig. Ja! Ich hoffe, beim nächsten Mal sind Sie wieder dabei, wenn wieder die große 100.000-Mark-Show läuft. Und ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie uns hier insgesamt mit dem ganzen Publikum hier im Studio. Alles Gute bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Prost auf Sie. Ciao. Bei dieser Frau kommen auch die härtesten Männer ins Schwitzen. Freuen Sie sich auf ein Wiedersehen mit Ulla Kockambrink am nächsten Samstag. Dann geht es um alles oder nichts, um Badewannen voller Geld oder um die Schleimdusche. Wer hier gewinnt, darf sich seinen Lebenstraum erfüllen. Glücksritter, keine Show für Weicheier. Und begrüßen Sie jetzt mit uns drei knallharte Typen. Hallöchen! Wie bitte gleich nach den Nachrichten bei RTL? Die 100.000-Mark-Show wurde Ihnen präsentiert von der NKL, der Nordwest.